Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video, ja, werde ich dir ein Online-Marketing-Tool zeigen, welches du unbedingt kennen solltest und ja, welches ich seit kurzer Zeit verwende und super begeistert bin. Und ja, ich würde das Ganze einfach gerne mal so aufbauen, weil ich oft gefragt halt werde, wie ich meine Webseiten erstelle, ob es da ein Tool gibt oder ja, mit welchem Tool ich meine E-Mails versende etc. Und jetzt würde ich einfach gerne mal ganz kurz durchgehen, was brauchst du denn eigentlich, wenn du ein Online-Business aufbauen willst? Und dann lass uns einfach mal kurz schauen, was die einzelnen Bestandteile dich im Einzelfall, was du dafür investieren musst. Und dann werde ich dir eine Lösung zeigen, die all das beinhaltet zu einem sensationellen Preis. Und zunächst mal ist es so, du brauchst ja irgendwo eine eigene Webseite. Das kannst du kostenfrei erstellen mit WordPress. Da ist zum Beispiel auch mein Blog drüber, den ich quasi über WordPress erstellt habe. WordPress ist im Prinzip eine Software, die du ja kostenfrei verwenden kannst. Du kannst WordPress auch ja quasi ja immer wieder durch Plugins etc. erweitern und kannst so deinen eigenen Blog, deine eigene Webseite ja deinen Bedürfnissen eben anpassen. Dann brauchst du, damit du die Webseite überhaupt online bringen kannst, brauchst du einen Hosting-Anbieter dazu. Wenn ich jetzt mal hier bei All Inkle schaue, dann ist der niedrigste Tarif, lass uns mal kurz hier schauen, Tarifübersicht. So, dann hättest du hier zum Beispiel den All Inkle Privat, ja, dann wären drei Domains inklusive. Da hättest du ja monatliche Investitionen von 4,95 €. Dort könntest du dann deinen WordPress-Blog zum Beispiel hosten. Dann, wenn du eigene Landingpages erstellen willst, eigene Verkaufsseiten erstellen willst, dann empfiehlt es sich, da mit einem Tool dann zu arbeiten, wenn du das Ganze über WordPress machst. Und das wäre dann zum Beispiel Optimizepress. Optimizepress, da kannst du eben halt ja Landingpages erstellen, du kannst ja Verkaufsseiten erstellen etc. Hier ist es so, für dieses Tool müsstest du einmalig 97 € investieren. Ja, je nach Anforderung, je nachdem, welche Features du willst, auch durchaus mehr. Ja, vor allen Dingen, wenn du planst, mehr als 10 Webseiten zu erstellen, ja, dann solltest du dir das Pro-Paket hier genau angucken. Aber ich möchte dir einfach jetzt erstmal hier im ersten Schritt zeigen, was du dafür überhaupt investieren müsstest. Das wären jetzt hier in diesem Fall $297 One Time. So, und dann, also einmalige Zahlung. So, und dann ist es natürlich so, wenn du richtig online arbeiten willst, dann brauchst du auch einen Autoresponder, du brauchst eine E-Mail-Marketing-Software. Und hier solltest du ja nicht an der falschen Stelle sparen und ja, ich habe jetzt hier einfach mal GetResponse ja für dich gewählt und hier schauen wir uns einfach mal über Preise die Listengröße 10.000 Kontakte an. Warum? Weil das Tool, welches ich dir dann gleich im Anschluss vorstelle, genau diese Listengröße schon standardmäßig beinhaltet und damit du einfach mal auch den Gegenwert siehst, den du dort bekommst. Du müsstest also, wenn du 10.000 Kontakte ja, hier bei GetResponse verwaltest, dann müsstest du 145 € monatlich hierfür investieren. Dann hättest du aber auch ein super Tool, mit dem du ja automatisiert Nachrichten versenden kannst. Das heißt, du könntest über die hier mit Optimizepress generierten Landingpages E-Mail-Adressen einsammeln und dann automatisiert deine Interessenten vorqualifizieren und sie zum Kaufen ja dann auch animieren und zum Kauf ja hinleiten. So, und wenn du jetzt zum Beispiel höherpreisige Produkte vertreibst, dann empfiehlt es sich, ja, das oder auch Dienstleistungen, die vielleicht etwas mehr kosten, dann empfiehlt es sich auch, ja, mit Webinaren zu arbeiten. Hier habe ich jetzt einfach mal stellvertretend GoToMeeting hier die Seite aufgerufen. Man könnte aber auch noch andere Anbieter finden. Aber auch hier ist es so, nur dass du mal so einen Überblick bekommst. Also zwischen 10 und nach oben gibt es da meistens auch keine Grenze. Dann hättest du, wenn du jetzt hier mit 150 Teilnehmern pro Webinar arbeiten willst, 29 € im Monat, die du investieren müsstest, damit du ja deine Produkte, deine Dienstleistungen mit einem Webinar ja über oder über ein Webinar verkaufen kannst.
Wenn du ja mit digitalen Produkten arbeitest, dann empfiehlt sich ja, dass du einen Mitgliederbereich ja für deine Kunden hast, an dem sie ihre erworbenen Produkte dann dementsprechend herunterladen können oder die sie sich anschauen können. Und dafür gibt es zum Beispiel für WordPress ein tolles Plugin, welches sich Digimember nennt. Ja, und mit diesem Plugin kannst du dann eben super einfach Mitgliederbereiche erstellen. Und wenn du das Ganze aber in der Pro-Version haben willst, dann müsstest du für dieses Plugin monatlich 27 € investieren. Ist ein super Investment, weil ja letzten Endes du darüber, ja, du kannst das Ganze auch dann verknüpfen mit dem Zahlungsanbieter Digistore24 und hast dann eben dort eine super Anbindung. Das heißt, wenn jemand über Digistore24 das Ganze kauft, dann kannst du ja, ihn automatisierten Zugang ja für deinen Mitgliederbereich und für das entsprechende Produkt bereitstellen, und dort kann die Person dann halt auch eben nur das Produkt aufrufen, welches sie dann auch tatsächlich gekauft hat. Genau, 27 € pro Monat. Und wenn du jetzt zum Beispiel mit Facebook Messenger Bots arbeiten willst, dann gibt es da zum Beispiel ein Tool, das nennt sich dann ManyChat, und hier müsstest du dann für 1000 Subscriber circa 15 Dollar pro Monat investieren. Wenn du über Messenger Marketing dann eben halt arbeiten willst. Genau, wenn ich das alles zusammen addiere, dann habe ich das jetzt mal hier so ausgerechnet, dann kommst du auf ungefähr 221 € monatlich und für Optimize Press in der niedrigsten Version 97 € einmalig, beziehungsweise, entschuldige, 97 Dollar einmalig. So, und jetzt werde ich halt oft gefragt, ob es ein Tool gibt, was halt alles vereint, und da gibt es eine Antwort, die nennt sich ja. Und ja, und die findest du unter, ich stelle dir auch den Link unterhalb in die Textbeschreibung, welches Tool ich da nutze. Und das Tool nennt sich Builderall. Und bei Builderall ist es so, du hast all diese Tools, die ich dir jetzt hier gezeigt habe, ja, die hast du hier schon inkludiert. Ja, lass uns das einfach mal kurz durchgehen. Und zwar, ich scroll mal hier nach unten, und zwar hast du hier einen Drag-and-Drop-Site-Builder. Du kannst hier ja, Landing-Pages, Verkaufsseiten darüber erstellen. Ja, du hast auch hier Vorlagen, also Templates, die du dann einfach an deine Bedürfnisse anpassen kannst. Du hast eine E-Mail-Marketing-Plattform, MailingBoss nennt sich die. Und hier hast du, du kannst unlimitiert viele E-Mails versenden, ja, und zwar bis zu 10.000 Abonnenten. Alles schon inklusive, ja, kannst Autoresponder darüber erstellen, etc. Also ein hochwertiges E-Mail-Marketing-Programm, eine E-Mail-Marketing-Software. Dann hast du einen Drag-and-Drop-Site-Builder, der responsive ist. Du kannst animierte Videos erstellen, ja, also hast du vielleicht auch schon mal in so Erklärvideos und so gesehen, wo dann, ja, gewisse, wo dann halt so Grafiken eingeblendet sind, etc., kannst du alles hier drüber machen, ist inklusive. Schwebende Videos sind mit drin. Design Studio Mockups, also wenn du zum Beispiel E-Book-Covers erstellen willst, ja, für Infoprodukte etc., alles hier mit drin. Du hast eine Präsentationserstellungssoftware, das heißt, du kannst dort auch Präsentationen erstellen, ja, also das sind dann Folien hinterlegt, die du verwenden kannst, und kannst dann die dann einfach beschreiben, und hast so ein Präsentationstool. Du hast SEO One-Page-Report-Tool. Ja, du kannst also hier einfach schauen, wie, oder du kannst quasi deine Seite mit diesem Tool an die Suchmaschine oder als Suchmaschinen optimiert anpassen. Du hast Facebook-Integration, klar, du hast Browser-Benachrichtigungen, die du aktivieren kannst. Du hast Lead-Capture-Tools. Du hast eine Click-Heatmap, also da kannst du sehen, wo ja auf deiner Webseite die Besucher quasi klicken, ja, und kannst dann dementsprechend auch deine Seite optimieren. Ja, und was natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist, das Ganze ist DSGVO-konform. Du kannst also, habe ich auch auf meinem YouTube-Kanal habe ich ein Video gemacht, wie du innerhalb ja kürzester Zeit, also weniger wie 2 Minuten, kannst du jede deiner Seiten DSGVO-konform dann machen.
Ja, du kannst aber auch, wenn du andere Autoresponder nutzt, kannst du diese natürlich integrieren, ja, und kannst auch diese dann mit den Webseiten verwenden. Genau, also auf alle Bausteine jetzt hier einzugehen, wird sicherlich den Rahmen sprengen, aber was kostet das Ganze? Und zwar kannst du das Ganze in drei Paketen bekommen. Du hast hier einmal die einmalige Webpräsenz, die 8,90 € monatlich musst du hierfür investieren. Was dort alles drin ist, siehst du dann hier auf dieser Seite. Wie gesagt, Link packe ich dir unterhalb in die Textbeschreibung. Dann hast du, wenn du alle Features haben willst, ja, also auf alle Tools den Zugriff haben willst, dann musst du 26,90 € pro Monat investieren, hast dann aber auch Zugriff auf alle Tools. Und wenn du sagst, ich habe Lust ja, Bilder oder mit Bilderall dann auch noch Geld zu verdienen, dann gibt es eine Business-Lizenz, wo du ebenfalls alle Tools drin hast und dann ja, Bilderall als Affiliate weiter verkaufen kannst, weiterempfehlen kannst und dafür fallen dann 44,90 € pro Monat an und du bekommst dann aber quasi ein Business in a Box, ja, kannst dein eigenes Business darüber starten, wenn du das willst. Du hast Ready-to-Go Sales Funnels für die Bilderall, Produkte, Trainings, fix und fertige Marketingmaterialien, ja, also das kannst du dir alles auf dieser Seite dann auch durchlesen. Und wenn du mehr über die Bilderall Business Möglichkeit erfahren willst, kannst du das über diesen Button hier tun. Aber wie gesagt, soll jetzt nicht Gegenstand dieses Videos sein. So, und wenn du mich jetzt heute fragst, welches Tool ich dir empfehlen würde, dann würde ich dir definitiv raten, mit Bilderall zu arbeiten, weil auch hierüber du brauchst dich, das Hosting ist inklusive. Also alles, was wir hier oben gesehen haben, ja, alle Tools, die ich dir jetzt so kurz im Überblick vorgestellt habe, die sind hier bereits inkludiert. Du kannst hier deinen eigenen Blog starten, du kannst deine Verkaufsseiten hierüber erstellen, du hast ein Autoresponder-Tool mit bis zu 10.000 Kontakte, ja, zu einem sensationellen Preis. Ja, es ist im Prinzip alles drin. Jetzt mit dem neuen Launch Ende Juli kommt der Facebook Bot wird auch mit drin sein. Ja, genau. Also die ganzen Tools wirst du dann auch aktualisiert hier finden. Ebenso die Preise. Ja, wenn die sich hier dann auch mal anpassen sollten, je nachdem. Das weiß man ja nie. Aber das findest du dann eben hier auf dieser Seite. Wie gesagt, das sind die Preise an dem Tag, wo ich heute das Video halt mache. Genau. Und ja, lohnt sich das Ganze anzuschauen. Du hast alles an einem zentralen Ort. Du hast nicht, wie hier oben, 5 oder 6, 7, 8, 9, 10 oder wie viele Tools auch immer du brauchst für deine Anwendungen, für dein Business. Genau, schau dir das Ganze einfach an. Wenn du Fragen hast, nutze die Kommentarfunktion. In diesem Sinne wünsche ich dir ja maximalen Erfolg, viel Spaß und ja, wenn das Ganze für dich hilfreich war, teile es bitte mit deinem Netzwerk, abonniere den Kanal und ja, in diesem Sinne alles Gute, maximalen Erfolg, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.